Nach der Wahl des AfD-Landrats im thüringischen Landkreis Sonneberg hat Bundeskanzler Scholz Sorgen vor einem bundesweiten Siegeszug der AfD als unbegründet zurückgewiesen. Auf einer Pressekonferenz im Kanzleramt sagte der SPD-Politiker: Deutschland ist eine starke Demokratie und ich bin sicher, dass wir deshalb uns auf das konzentrieren müssen, worum es hier geht, die Zukunft unseres Landes zu gewinnen, dafür zu sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger wissen, dass sie eine gute Zukunft haben, dass Respekt für die Arbeitsleistung und die Tätigkeiten herrscht. Wir haben das Phänomen rechtspopulistischer Parteien in Skandinavien, in den Niederlanden, in Österreich, in Deutschland. Es gibt es auch anderswo in der Welt und sie müssen deshalb aber nicht relevant und dominant werden und das wird auch hier nicht der Fall sein. Anschließend wies Scholz in der ARD Vorwürfe zurück, wonach Streitereien innerhalb der Ampelkoalition verantwortlich seien für das Erstarken der AfD. Sich selbst sehe er in der Koalition als Vermittler zwischen Grünen und FDP. Man müsse vor allem darum ringen, so der Kanzler, dass es für alle im Land eine gute Zukunft gebe und man gegenseitig Respekt zeige.